Das nächste Mal mache ich irgendwo in Kongo und dann baue ich da Kobalt ab. Verbaut. So, dann kommt hier wieder Spruce. Jetzt muss ich vorher mal eben ganz kurz die Schaufel nehmen und mal eben da und das auch mal eben hier. Kannst du hier nicht richtig bauen. Sand kann ich eigentlich gleich hier lassen. Du meinst in Massen. Ja, genau. Du musst ihn in Massen trinken. Sonst anders geht das nicht. Von daher! So. Nein, das ist ein guter Whisky. Den muss man genießen. Wenn ich einen sehe, der so einen Whisky säuft und den mischt. Alter. Kann ich nicht ab, wenn Leute sowas tun. Dach aus Kobalt. Ist das jetzt neue Flex oder? Das was? Ist keine Flex, das ist ein Winkelschleifer. Ich hatte auch mal einen Winkelschleifer. Ich habe sogar einen Winkelschleifer. Aber einen elektrischen habe ich für zu Hause. Ich habe sogar drei. Okay. Ich habe einen von Bosch. Schosch. Blau oder grün? Blau. Also professional. So, halt mit den großen Scheiben, ne? Hier die 230er oder was das ist. EWS 230. Wahrscheinlich 1400 Watt oder sowas. Das kann sein. Und bei mir in der Arbeit habe ich dieses Stielding dafür. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. 1800 oder 2800? Dieses Riesending da. Motortrennschleifer. Mhm. Die sind ganz geil, die Dinger. Ja, yeah, aber laut und staubig. Ganzen Tag ja. Damit bis. Ich finde die Akkudinger gar nicht schlecht. Ja, das stimmt. Die sind doch relativ kompakt. Die schaffen zwar nicht ganz so viel, aber. Ja, ist Grünkohlschubser. Nein, ich bin Eibenschubser. Ich bin Landschaftsgärtner. Ich bin sogar Vorarbeiter. Hm. Du wolltest den Meister noch machen, ne? Ja, eigentlich dieses Jahr, aber ich habe keinen Platz gekriegt. Na, schade. Da war ich wenigstens nicht, ob du jetzt noch wolltest oder schon dabei bist. Ich wollte und das kommt auch noch. Und zieht sich das ein Jahr. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber das ist dann so. Ein Jahr lang weniger Gehalt kriegen. Ja, ich habe jetzt eine Lohnerhöhung gekriegt, die war nicht schlecht. Von daher kann ich jetzt nicht meckern eigentlich. Ja. Und in dem Bereich verdient man ja, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Wenn du es richtig machst, geht das, ja. Wenn du so ein Hiwi bist, der den ganzen Tag nur mit dem Freischneider rumrennst, dann bist du froh, wenn du deine 13 Euro die Stunde kriegst. Und dann gab es Leute, die nennen sich Azubis, die kriegen die ganze Zeit pro Stunde. Tja. Da musst du dir mal vorstellen, wir haben im ersten Lehrjahr haben wir bei mir kam da netto 640 raus, glaube ich, und die also brutto irgendwas mit, ich glaube, genau 800 Euro waren das, und wir sind ja Landschaftsgärtner, dann gibt es ja noch die Pflanzenverkäufer hier, nicht die Baumschüler, sondern die da, wo du Steckblumen und so einen Scheiß kaufen kannst,
Floristen? Ja, genau, die Floristen. Die haben nur die Hälfte gekriegt im ersten Jahr. Die waren bei 400 Euro brutto. Willst du mich gerade eigentlich verarschen? Ja, klar. Ich habe da so einen komischen Stein mitten in meiner Tür gefunden. Das war ich nicht. Das ist Dyrite Inc. Corporated. Die wollen uns auseinanderbringen. Die wollen dich tot sehen. Das auch. Das ist nichts Neues. Das wollen alle. So. Wofür habe ich jetzt Obsidian geholt? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, ich weiß es wieder. Du wolltest Reinforcements bauen. Nein, aber ja. Nein, aber ja. Eigentlich wollte ich eine Energies bauen. Oh. Machst du jetzt auch eine Nachhause-Schicktruhe? Ja, darauf warte ich schon lange. Die war bei mir auch lange überfällig. Hast du zufälligerweise ein paar Blaze Rods für mich übrig? Ich glaube nicht, aber du kannst, wenn du die Minentreppe runterläufst bei der Schmelze, da ist dann irgendwann rechts eine Tür. Und hinter dieser Tür ist ein Raum. Nein. Und in diesem Raum befinden sich drei Wände. Und an der hintersten Wand ist ein Spawner. Und dieser Spawner, der spawnt Luren. Aber auch nur, wenn du den Hebel daneben umlegst. Ich hab die Blaze-Trophäe angeklickt, ich brenne. Dieser Raum hat aber vier Wände. Nein, hat er nicht. Zähl nochmal. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Du stirbst so. Ich habe einen Blaze-Rod. Das ist doch schon mal was. Hast du Looting auf deinem Schwert? Nein, weil ich keinen Modifier frei habe. Achso. Ich habe mir gerade erst ein Schwert gemacht. Achso. Ist das ein schwertiges Schwert? Nein, ein messeriges Schwert. Was hast du denn für eine? Ich trinke ja gerne Glenfiddich. Glenfiddich trinke ich auch sehr gerne. Ich habe jetzt ausprobiert einen, ich kann mir den Namen nicht merken, Singleton. Sag ich doch. Aber Glenfiddich habe ich da noch eine Dose zu stehen, aber eine leere. Also hier eine Dose, wo die für die Flaschen eine Dose, so. Gute Whiskys sind ja oft irgendwie verpackt in schönen Dosen, weißt du? Also keine Trinkdose, sondern eine Dose, wo die Glasflasche drin ist, so. Ich trinke am liebsten Radler, nicht. Dann kommt der Multi, geht zur Tanke, kauft sich den billigsten Whisky, den er finden kann, in der Dose. Einmal Jim Beam, bitte. So. Ja, den kriegst du ja sogar in der Dose. Ja. Einmal Jim Knopf, bitte. Geschüttelt, nicht gerührt. Dass die Lokomotive von Jim Knopf eine Tochter hat? Molly, ne? Mhm. Das wusste ich. Damit bist du einer der wenigen. Ich habe keine Kiste. Warum hast du keine Kiste? Weiß ich nicht. Ich habe keine Wolle. Warum hast du keine Wolle? Weil ich sie irgendwo in meinen Kisten habe. Frau Wolle. Nee. Denk dran, dann Dia dran zu packen. Da brauche ich aber einen Dia für. Brauchst du einen? Nein, ich habe einen. Hätt's mal ja gesagt. Ja, ich brauche einen. Dir für, ja, es ist zu spät. So nicht, mein Freund. Ich habe doch keinen. Ich habe mich nur verguckt. Na, ein Stalker. Ich bin Solarpanel.
Produzierst du auch gut Strom? Nee. Ich zieh den sogar. Immer ständig lauter Sachen hier. Mann. 2, 3, 4. Enderpooch. Ein Enderpooch. Er benutzt schon die Solarpaneele vom Mechanismus, nicht? Die sind doch gar nicht schlecht. Sagen die sind eigentlich ganz gut. Wir haben nur den Nachteil, dass wir halt nachts nichts machen. Oder wenig. Du, es sind so Solarpaneele. Die machen nachts nie was. Warum gibt's keine Lunarpaneele? Ich meine, der Mond strahlt ja auch Licht ab von der Sonne. Das ist ja auch ein bisschen was. Das müsste ja theoretisch, müsste das ja minimal, aber es müsste theoretisch ja Strom produzieren. Rein theopraktisch, ja. Wir bauen einfach eine Dyson-Sphäre. Das wäre doch mal was. Ich mache mich selbstständig und baue eine. Weißt du zufällig, welcher von diesen Ender-Capacitern der beste ist und den jemand finden kann? Ich glaube, das ist ein bisschen random irgendwie. Also das hat mit dem Namen nicht wirklich was zu tun. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja... Warte mal. Ich habe die immer ausprobiert. Die ich hatte, die habe ich immer durchprobiert, solange bis da eine Zahl war oder Zahlen waren, die mir zugesagt haben. Ich habe eine Survival-Welt, die beste Solarpaneele zweimal gecraftet. Okay. Ich habe noch Chance Cubes hier. Die sind noch besser. Ich brauche noch ein grünes Herz, ein Modifier und Steine. Grußbauer. 499, das ist schlechter, das ist schlechter. Dann kommt Help, I'm trapped in a video game. Trapped in a Pokeball. Das macht ja wirklich einen Unterschied. Help, I'm trapped in a video game factory. Kommt ihr allesamt mal eben fix in die Truhe hier. Was wollte ich denn jetzt? Ich meine, das läuft ja jetzt. Ich habe jetzt Bricks. Wieso habe ich einen Zombie-Spawn an der Tasche? Nimm doch nur Platz weg. Sowas brauche ich. Irgendwas wollte ich doch jetzt, verdammt, nochmal. Du wolltest mir einen Enderpunsch bauen. Nein. Ein Enderpunsch. Ein Wunschbrunnen. Was ist die beste Solarpaneele hier? Welche gibt's denn überhaupt da? Weiß ich nicht, vielleicht meint er die Infinity. Stimmt, die gibt es. Ne, ist es die Infinity oder meinte die Chaos Deck Solarpanel? Stimmt, die Infinity ist besser, aber die ist halt auch nicht mehr easy zu craften. Die ist ziemlich krank. Und das ist jetzt die, die ich als beste verstehen würde. Du kriegst halt mal 3 Stück daraus, ne? Ich glaube, bis ich eine Infinity-Dings hab, gehen noch 2 Tage. Ja, ich glaube. Vielleicht auch 3. Ich finde es übrigens ganz praktisch, wenn du eine Holztür hier genommen hast. So nach dem Motto wird ja eh nichts passieren. Purple Die. Das Purple ist gestorben. Nein. Armes Purples. Ich habe gar keine Farbstoffkiste. Wieso hast du keine Farbstoffkiste? Weiß ich nicht, weil das irgendwie nicht nötig war bisher.
Yeah. Den Birch, den nehme ich jetzt mit. The Birch. Das setze ich da jetzt hin in der Hoffnung, dass das da auch Wirkung zeigt. Hier gesetzt wurden. Ich habe eine Lily Bed of Fertility und setze sie jetzt hier hin. Und hoffe, dass es meine magischen Bohnen verschnellert. Ich will magische Bohnen! Kannst auch Bone Meal nehmen, aber da musst du ganz schön viel reinbuttern, damit das was bringt. Kann ich machen. Du brauchst irgendwie 6 Bone Meal, damit du, oder 7, damit der einmal voll wird. Okay. Aber die droppen halt, die droppen so random Zeug, also bunte Glasscheiben, Farbstoffe und Pflanzen. Daraus habe ich jetzt eine große Peonie und einen Rosenbusch gekriegt. Gibt's da ein Loot Table? Mal gucken. Magic Bean Usage. Du kannst das nachgucken. Allerdings musst du dafür eine Config. Ich habe eine Purple Stained Glass Pane gekriegt. Das ist doch was. Jetzt kannst du ein Fenster austauschen da. Jetzt hast du da einfach so eine Purple Scheibe mit drin. Nein, danke. Wie nein, danke? Brauche ich gerade nicht. Du Undankbarer! Nicht schaffen, Meister! Ich wollte schon sagen, bringst du den Satz zu Ende oder nicht? Ich musste mal überlegen, was so eine richtig schön schlechte Übersetzung für Fail ist. Nicht schaffen. Du bist ja nicht schaffen, Meister. Können wir das schaffen? Nein. Nee, das schaffen wir nicht. Ist gleich Mittag. Gleich ist Feierabend, dann ist hier Schluss. Ich mache hier keine Überstunden. Was sind wir denn hier? Sind wir hier auf dem Bau oder was? Ja. Hab ich gesagt, du sollst antworten. Versuch doch nicht. Schrei mich nicht an! Ich schrei doch gar nicht. Warum habe ich keine Sackmühle? Nee. Warum hast du keine? Weil ich noch keine gebaut habe. Macht vielleicht sogar Sinn. Oh. Green Deadwood. Grind down some coal. Ich hab die einfach nur gefunden. Doch überstanden. Chaos! In die Ecke! Das gibt einen Bann. Hab ich hier. Das gibt eine Anzeige. Ich lass ihn auf dem Server nur, um ihn dann zu bannen. Das klingt nach einem Plan. Ja. So richtig schön. Begrüßung. Ich lade extra Johnny ein, nur damit er die Gäste immer wieder tötet. So wie in den guten alten Zeiten. Und die dann ausnimmt. Ja, der Zeit. Dann lässt er die Gäste für sich arbeiten. Arbeite. Es ist Feierabend. Ich sagte, arbeite. Kannst du mir... Weiß ich gar nicht mehr, was er wollte immer. Kannst du mir Buntblech machen? War das nicht dieses komische... dreifarbige... Mixed Metal Ingot oder wie das heißt. Das haben wir mal Buntblech genannt. Ist ja auch Buntblech. Ja. Irgendwie. Ja. Lässt du das jetzt? Nein. Mann, ey, ich bin überfordert. Warum? Weiß ich nicht, weil ich immer die ganze Zeit irgendwelche tausende Sachen machen muss hier und dann weiß ich nicht mehr was und dann kommt mein Demenzkonto und sagt, jo. Mir fällt mir an, ich wollte eigentlich schon lange was zu trinken. Heute ist doch Samstag, ne? Bitte sag mir, dass heute Samstag ist. Gut.